1929 kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein Streit zwischen Juden und Arabern über die Nutzung der Klagemauer unterhalb des Tempelbergs in Jerusalem brach aus. Al-Husseini wollte den Juden das Gebiet dort verbieten. Gleichzeitig wiegelte er die Araber zu Übergriffen auf Juden auf. Einige Radikale taten das auch und töteten in Hebron 67 Juden. Auf der anderen Seite nahmen viele arabische Nachbarn Juden in ihre Wohnungen auf und verhinderten so Schlimmeres. Die britische Mandatsmacht war überfordert. Nach diesem Vorfall wurde die 1920 gegründete jüdische Selbstverteidigungsorganisation Haganah verstärkt. Zunächst ergehte sie aus dem Untergrund. Kurz darauf spaltete sich die radikalere Gruppe Irgun von ihr ab. Sie wollte sich nicht auf die Verteidigung beschränken, sondern aktiv durch Terrorakte den Druck auf die Briten und die Araber erhöhen. Die Kibutze wurden zu Festungen ausgebaut. Um die Verteidigungsbereitschaft zu erhöhen, wurden Alarmübungen durchgeführt. In den 1930er Jahren wuchs der Antisemitismus in Europa vor allem seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland. Damit stieg auch die Einwanderung von Juden nach Palästina an. Einfallstor nach Palästina war der Hafen von Jaffa. Hier weisen sich Einwanderer aus Deutschland mit den von den Nationalsozialisten ausgestellten speziellen Pässen aus. Darauf war ein großes J für Jude markiert.